So, guten Morgen. Heute am 20. September 2016, dem 31. Geburtstag meines Juniors, darf ich heute nicht vergessen. So. Was mache ich mit euch Nasen jetzt? Ja, der Kreislauf ist eine schöne Nummer, ne? Jeden Tag das Gleiche, jeden Tag und jeden Morgen dieselbe Quälerei. So. Vor allen Dingen machen wir mal eines heute Morgen. Wir bewegen uns hier genau mittig. Und wir werden uns jetzt mal ganz kurz eine Geschichte angucken, die hier immer im Support auftaucht zum Stereo-Trader. Werden wir uns jetzt mal zwei, drei Sachen angucken. Gerade was das Abspeichern, das auch das Abspeichern von Euro-Pro betrifft. Wir werden einen Rückblick auf gestern bringen. Wir werden einen Blick auf ein paar Sachen für heute Nachmittag werfen und wir werden einen Blick nach vorne werfen. Ja, nach vorne, geradeaus nach vorne, weil da steht mein Kaffee. Nee. Wichtigstes Werkzeug überhaupt, Kaffee. Wie heißt das mal? Schön frischen Kaffee. Man kann ja nicht jeden Tag mit einem Mord beginnen, oder? So, wir starten mal damit, dass wir den hier, gut, das hat er sich jetzt gemerkt. So, jetzt guckt euch das an. Auf solche Momente warten wir. Aber wir sehen ja anhand der Wohler, dass hier wenig ging. Hier nachher wurde es ein bisschen und wir müssen genau so wie hier so. Hier haben wir endlich mal eine Bewegung von 40 Punkten. So, und das war gestern Mittag. So, da. Deswegen immer schön schauen, haben wir übergeordnet einen Trend. Und den hatten wir. Okay. So. Da. Und diese Bewegung, die wollen wir mitnehmen. Diese Bewegung, immer diese Bewegung.
Dazu brauchen wir übergeordnet einen Trend, der auch nach Möglichkeit mit Musik startet. Abwärtstrend kaputt, Aufwärtstrend gegeben, hier in der Korrektur. Das sind so diese Szenarien, auf die wir warten. Wer das möchte, könnt uns gerne hier oder auch per Mail mal mitteilen. Wir werden in 14 Tagen eine zusätzliche Webinarreihe in den Abendstunden starten. Einzelwebinare, so alle 6, 8 Wochen. Mal eins, wo wir es jeweils einem bestimmten Thema widmen werden, wenn das gewünscht ist. Das werde ich nicht alleine machen, sondern ich werde noch 1, 2 Begleiter dabei haben, wo wir uns jedem Abend so alle 6, 8 Wochen einem einzigen Thema widmen. Zum Beispiel wird das nächste Thema Analyse sein. Wie analysiere ich richtig? Und wir werden uns dort mit der sogenannten Großwetterlage befassen. Wie gucke ich mir Charts von oben nach unten an, um bestimmte Setups zu erarbeiten? Dann werden wir Einzelwebinare machen, wo wir genau die Regelwerke erklären, die dahinter stecken. Nehmen wir mal ein Beispiel, da die meisten ja nicht zuhören oder nicht wollen. Ich brauche aber eure Feedbacks dazu, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht. So, nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr, das ist ein Beispiel von gestern von Dow Pro. So. So sieht Dow Pro aus, was auch zeitnah jetzt auf dem Stereo-Trader kommt. Das heißt, wir werden abends ein Webinar machen, werden genau dieses Regelwerk erklären, wie man sich das auch manuell auf anderen Plattformen und so weiter erarbeiten kann. Ziel ist es, den Leuten zu erklären, wie sie sich so eine Sachen selber erarbeiten können, die wir hier automatisiert haben. Das hier war unser Dow Pro gestern Nachmittag. Geht das Fenster auf, Entry 1, 18.240 bis 18.258. Das hier ist der Einstiegsbereich, der automatisch eingezeichnet wird. Und Exit 18.152 bis 18.140. Das hier ist der Ausstiegsbereich. Einstieg gestern, Punkt 4. Und dann ging es abwärts. Genau diese 100 Punkte, die wir uns gestern Nachmittag hier rausgezupft haben. Ganz klare Nummer. Raus aus dem Bereich, zurück, bestätigt und ab ging's genau ins Ziel. Also, unser Ziel ist es, dass wir uns mit 2, 3 Leuten die Zeit nehmen werden und was vorbereiten werden für so ein Abendwebinar. Das werden wir gegen ein geringes Entgelt machen müssen. Die Leute, die ich da mitnehme, die wollen auch bezahlt werden. Die Software kostet auch ein bisschen Geld. Die Webinar-Software muss ich dafür bezahlen. Also es wird es für geringes Entgelt geben und vor allen Dingen geht es uns darum, dass viele Leute von anderen Plattformen, die bei anderen Brokern handeln, warum auch immer, pfui, kann ich da nur sagen, pfui. Also wer bei anderen Brokern handelt, der will vielleicht auch Dow Pro handeln. Vielleicht hat ja auch einer irgendwie noch nebenbei ein Konto bei Interactive Brokers und will den Dow im Future handeln oder so und weiß gar nicht, wie er das da anwendet. Und für diese Leute vor allen Dingen machen wir dieses Webinar. Wer sich dann entschließt, Dow Pro trotzdem zu kaufen, kriegt die Webinargebühren in voller Höhe angerechnet. Wer dann sagt, nee, jetzt weiß ich, wie das geht, ich mache das jetzt alleine, ist auch gut, aber die Kosten sind drin. Also so zum Beispiel ein Beispiel. Wir werden dann mal, das werden wir immer abends machen, so dass auch alle dabei sein können, die dabei sein möchten, und
Analysewebinare, wie komme ich zum Beispiel auf bestimmte Marken oder wie kommen wir auf bestimmte Marken, wie eröffnen, wie bearbeiten wir manche Marken. Manche Marken nehmen wir ja mit und sagen, okay, da geht eine Limit hin und dann gibt es bestimmte Marken, wo wir sagen, okay, wir gucken uns das Verhalten dort erst einmal an, wie er sich dort verhält. Und das sind Sachen, die wir dann einfach komplett das ist unser Thema, so wie wir es, oder die Themen. So. Wir haben 8 Uhr. Was haben wir nicht gemacht heute früh? Genau, den Kalender und der ist aber ziemlich tot. Also nichts Besonderes. Hier wäre jetzt mein Ziel zu warten, dass er hier unten die 68 anläuft, vielleicht noch mit einem Spike bis an die 64 oder so geht, um dann zu drehen und weiter nach oben zu marschieren. Wir haben übergeordnet immer noch bis hierher einen Aufwärtstrend gehabt, der sich hier in der Korrektur befindet. Und der hier unten mit dem Spike direkt die 61,8 geküsst hat. Nach dem Hoch. Die Marken hier vorher haben da überhaupt keine Relevanz. Zum Brexit direkt einmal da unten aufgesetzt. Jetzt sehen wir, dass wir im 4-Stunden-Chart schon wieder aufwärts unterwegs sind. Im Stunden-Chart wage ich mir kein Urteil. Im 30 Minuten dementsprechend auch nicht. Diese Form gefällt mir nicht. Diese ganze Geschichte spricht eher dafür, ja, vielmehr will ich mir hier unten erstmal nicht reinbauen. Hier oben die 1,12, die bremst und die 1,11 54, die 1,11 54 dürfte
als Sprungbrett dienen. Spätestens. Auf die Frage habe ich jetzt gewartet, nicht böse sein, aber könnte das eine SKS sein? Nikolaus hat die Frage gestellt. Ich schmeiße sie einfach mal raus in den Raum hier. Könnte das eine SKS sein? Bin ja Anfänger. Ich bin ja Anfänger, ist eine schöne Ausrede. Hat mir meine Freundin auch gesagt, als sie schwanger geworden ist. So. SKS, dazu gehört auch die Analyse der Volumina. Nein, für mich nicht. Wenn ich das Volumen messen will bei einer SKS 1, sorry, ich will dir nicht so nahe treten, aber für mich spielt das Volumen bei einer SKS nur dann eine Rolle, wenn ich die im ganz kurzen Zeitrahmen abspielt, sprich im 1-Minuten- oder 5-Minuten-Chart. Da will ich am Kopf hohe Umsätze haben. Das ist vollkommen richtig. Das sind die sogenannten Spikes, die wir haben wollen. Sowas hier. Oder sowas hier, da will ich Volumen haben, aber das kann ich nur in ganz kurzen Zeitebenen. Im Tageschart oder im 4-Stunden-Chart oder so ist das für mich uninteressant. Wenn ich die im ganz kurzfristigen Bereich handle, nutzen wir einfach die Zeit heute mal dafür. Ja. Gehen wir mal hier in den 5 Minuten. Upp. Ja. Nehmen wir mal an, aber nur angenommen, wir wollten hier eine SKS handeln. Und man hätte jetzt hier die Nackenlinie, weil der im Vorher von unten kommt, was er hier nicht tut. Aber wenn er das hätte, dann sollte das hier, das der Kopf sein. Und dieser Kopf sollte durch eine richtige Volumenspitze entstehen. Da gebe ich dir recht. Das hat aber im Stundenchart oder im 4-Stunden-Chart oder im Daily-Chart für mich keine Relevanz. Es sei denn, wir sind im Aktienhandel unterwegs. Da kann man das schon mal berücksichtigen. Im Euro, US-Dollar und im Spotmarkt lasse ich sowas unberücksichtigt. Wenn ich sowas im DAX handeln würde, würde ich mir im Future das Volumen ziehen und auf so eine Volumenspitze warten. Das ist soweit richtig. So. Das hier gefällt mir noch gar nicht. Mir ist die letzten Tage aufgefallen, dass wir oft erst nach 9 und sogar weit nach 9 richtige Bewegungen kriegen. Da, das war gestern um 10. Diese Abwärtsbewegung, die haben wir gestern Morgen versucht zu handeln.
Also wenn dann Break-Even rausgeflogen. Und achtet bitte drauf, wenn ihr Euro pro handelt, dass der Start einer Bewegung, die gehandelt werden soll oder die man handeln will, nehmen wir so eine Long-Bewegung, dass die nach Möglichkeit hier immer mit Musik beginnt. Deswegen haben wir gestern Morgen auch gesagt, wir beschäftigen uns hier mit dem Short-Setup, weil diese Bewegung hier kräftig waren. Wir müssen lesen können, dass die Bären hier die Oberhand haben und dass die auch Gas geben. Hier hatten die Bullen die Oberhand, wie wir gesehen haben. Hier bei der 51 hier unten war eine Marke, die die Jungs dazu gebracht hat, hier eben kräftig, was heißt kräftig, also für den gestrigen Tag kräftig zu kaufen. Und achtet drauf, wenn ihr euch long orientiert, dass so eine Bewegung hier auch mit Dampf startet. Da die gestern Mittag dann losging, sieht man dieses Geeier hier, bup, bup, bup. Hier starten wir mit einem schönen bullischen Engulfing, zack, zack, mit Musik durch, Retour. Hier haben wir schon die Aufwärtstrenddefinition. Auch im übergeordneten Chart sind wir hier schon aufwärts. Und wenn man dann so eine Geschichte hier sehr früh erwischt, ich weiß, wir haben gestern ein paar Leute eine Mail geschickt, die sind gestern direkt hier, ist ja bekannt, wer unsere Webinare, wer unser Regelwerk kennt, dass man den Filter, den Hintergrund wahrscheinlich sehr, sehr schnell außer Acht lässt, wenn man das Regelwerk verstanden hat, vor allen Dingen gerade, wenn man im Seminar gewesen ist und sich das Regelwerk schon mal reingezogen hat. So. Da rein. Hier fängt man an, sich einstoppen zu lassen. Selbst wenn man hier diese auf den Hintergrund wartet, fängt man hier an, sich einstoppen zu lassen. 1, 11, 68. Spätestens da. Und der Stopp gehört unter das Tief. Hier erstmal, also auf die 60 sind wir mit 8 Punkten Stopp, sind wir dabei und dann geht es spätestens von der 68, wir haben schon feinfühlig, es ist schon bei 66 rein, ansonsten bei der 68 rein und Take Profit 20 Punkte, 88 haben wir da oben, wenn man sich ans Regelwerk hält. Hallo Thorsten, sind die Alarme im Euro Pro bei Stereo Trader aktiv? Nein, noch nicht. Wir haben das Problem, dass wir da noch, wie soll ich erklären? Wir haben noch einen Bug bei Metacodes. Den Metacodes ausmerzen muss oder ausmerzen sollte. Wir sind mit den Alarmen soweit fertig. Funktioniert aber nur, wenn Metacodes mitspielt vom MetaTrader und uns da zwei, drei Dateien zur Verfügung stellt, damit wir die entsprechend aktivieren können. Ist also nur eine Frage der Zeit und dann ist EuroPro auch komplett. So. Also, das war das Setup von gestern Mittag. Wenn morgens nicht wenn es morgens nichts zu tun gibt, dann muss man eben einfach warten, bis genau so eine Situation kommt. Warum sieht der Filter im Nanotrader immer noch anders? Ich habe ihn heute noch gar nicht abgeglichen. Johann, vielleicht machst du ja mal schnell einen Screenshot von gestern. Ich kann ihn, wenn ich ihn Nano jetzt starte, dann bricht mir die Kiste hier zusammen. Mach doch einfach mal einen Screenshot und schick mir ihn schnell mal per Mail, dann halte ich die mal nebeneinander. Also wir haben die Filtergeschichten hier, haben wir hier geglättet. Das heißt, wir haben sie etwas verfeinert. Jede Plattform hat andere Berechnungsmöglichkeiten.
Jede Plattform rechnet bestimmte Logarithmen anders. Der Nano berechnet Logarithmen anders als der MetaTrader. Die einen können wir hier einbauen, die funktionieren im Nano-Trader nicht. Die anderen können wir im Nano-Trader einbauen, die funktionieren hier nicht. Tut dem Regelwerk aber jetzt keinen Abbruch. Apropos um die Frage Seminar und Traderwoche zu beantworten. Hat einer schon zweimal nachgefragt. Ja, ich hatte das letzte Woche gesagt, im Seminar in 3 Wochen in Lohr sind 2 Plätze frei geworden. Da waren Optionen drauf, die sind weggefallen. Die beiden können leider nicht. Also wenn einer Interesse haben sollte, noch nach Lohr zu kommen, 2 Plätze sind noch frei, das ist eine. Die Traderwoche, die wir auf der Homepage haben, ja, die wird stattfinden. Wir haben die Traderwoche wird stattfinden, wieder in Bad Kleinkirchheim. Das Hotel war sehr schön, der Wellnessbereich war sehr schön. Und wir haben dort die Skipiste direkt am Haus. Wer möchte, kann sich dafür voranmelden. Die Hälfte der Plätze ist weg. Zum Ablauf dazu, dort wird es so sein, dass wir morgens handeln. Wir werden diese Traderwoche dieses Jahr anders machen als letztes Jahr. Das heißt, wir werden morgens live handeln und Euro pro handeln und theoretische Themen dazu analysieren morgens zusammen. Das werden wir von 7 bis 10 machen. Ab 10 können die dann Skilaufen, die Skilaufen wollen. Und unser Dirk wird zur Trainerwoche mitkommen. Und am Nachmittag dann ab 14 Uhr nochmal bis 17:30, 18 Uhr wird dann der DAX analysiert und der DAU sehr genau. Dirk hat da auch etwas andere Handelsansätze. Der scalpt den DAX nämlich. Das ist eine schöne Geschichte für die, die im Euro, wenn es im Euro nichts zu scalpen gibt, die sich dann im DAX rumscalpen können und wird den Stereo-Trader auf Herz und Nieren mit euch am Nachmittag auseinanderpflücken. Also wer möchte, kann sich dafür gerne noch registrieren. Eduard, das Seminar in Lohr ist nicht am 3.10., da kann ich auch nicht, sondern das Seminar in Lohr ist am 8., am 8., 9. und 10. Euro pro und DAU pro mit Stereotrader. Neues CFD-Konto über euren Link bevorzugt bei JFD einrichten. Das ist doch der aktuelle Stand. Das ist der aktuelle Stand und wird auch der aktuelle Stand bleiben. Ganz einfach. Gibt es bei JFD DAX Futures noch nicht, soweit wie ich weiß. Fragst du auch den Falschen, kümmere ich mich. Prof. Chris, schick mir ein Zweizeiler, ich weiß, hast du glaube ich schon mal, ne? Schick mir mal einen Zweizeiler per Mail, dann frage ich mal nach dem Stand der Dinge. Aber ich weiß, dass es angedacht ist. Aber für mich überhaupt nicht relevant. Für mich ist viel relevanter, dass der, deswegen handle ich auch CFDs, weil die laufen auch die Nacht durch. Ob die Kurse nur immer ganz astrein sind und so, weiß ich nicht.
Aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, eine Position über Nacht laufen zu lassen und die auch über Nacht abgesichert laufen zu lassen. Wegen dem Volumen. Okay, wegen dem Volumen kann man sich irgendeinen Future-Anbieter suchen, Sierra Charts oder so. Guckt euch an, wo ihr irgendwelche Future-Daten ziehen könnt. Vielleicht hat der eine auch noch eine Interactive-Plattform oder muss man mal gucken, dass man sonst irgendwo, wo man die billigste Variante kriegt. Ich such das mal, wenn ich was habe, sag ich euch Bescheid. Ich muss mir auch eine Alternative suchen. So, apropos, habe ich Stereolernen 9 verpasst, habe es noch nicht zum Download gefunden. Okay. Dann guckst du mal hier, das ist mein Kanal, da ist die Bibliothek, da ist Stereo Trader 9. Alles da. Und IB Days haben wir da fehlt ein Thema, sehe ich jetzt erst. Und Sie gucken, finde ich noch alle Themen unter IB Days 3. Das letzte Thema Stereo Trader erzählen wir. Ein paar Sachen zum Stereo Trader und der Anfang ist ein bisschen hakelig, weil wir da echt Kummer mit der Technik hatten. Du hattest einige Themen zu Beginn angesprochen für das heutige. Die Zeit läuft langsam. Hallo? Ich hatte einige Themen am Anfang angesprochen. Das ist vollkommen richtig. Wir haben gesagt, wir gucken uns den Euro an, wir gucken uns den Euro rückwirkend an. Das haben wir hier getan. Richtig? So. Noch was zum DAX, den gucken wir uns noch an. So. So, das war unser Setup gestern. Er hat vom Tief diesen Kanal hier nach oben gebaut. Von Freitag gestartet, Freitagmittag nach dem Verfall ist er hier runtergeeiert und ist danach hat er angefangen, sich hier hochzuhangeln. Wenn man diese Hochs hier miteinander verbindet und dann zu diesem Tief zurückgeht, sieht man genau diesen Kanal, wo er gestern Abend mal ganz kurz rausgeflattert ist. Analyse zum DAX habe ich soweit noch nicht fertig. Die mache ich nachher. Könnt ihr auf UFBAS nachlesen. Okay? Nichts überstürzen. Hier bewegen wir uns auf jeden Fall in einem Moment in einem Abwärtstrend. Auch wenn das ein schwacher ist, auf der anderen Seite ist es auch eine bärische Flagge, die hier oben genau an dem Level endet. Wir sind genau hier im 61,8er Bereich von der Abwärtsbewegung. Die darf bis dahin korrigiert werden. Solange sind wir noch abwärts gerichtet. Der einzige Wermutstropfen, den wir haben, ist
ist das hier, dass wir hier im Daily Chart eine Umkehrformation haben, die mir nicht gefällt. Aber wenn man den ganzen Kladderadatsch hier nimmt, der hier abwärts ging, sind wir hier noch im Korrekturmodus. So ist es ja auch gedacht oder so eine Korrektur. Wir haben hier den Trend ganz klar gewechselt. Wir haben in allen Zeitebenen einen Trendbruch beziehungsweise eine Abwärtstrenddefinition im Daily. Beschleunigen wird sich diese ganze Geschichte hier unter der 10.1, so wenn sie denn kommt. So, Abwärtstrenddefinition ist schon mal da. Und hier haben wir ein tieferes Hoch. Und hier haben wir auch neue Tiefs. Und damit ist die ganze Geschichte aufwärts erstmal hinfällig. Und diese Abwärtsgeschichte, die Analyse haben wir mal veröffentlicht, könnte sich genau so gestalten. Aber diese Nummer machen wir dann in dem Webinar, was wir angesagt haben. Solange wir so eine Nummer hier haben, diese ganze Geschichte hier, solange halte ich hier nach Euro Pro die Füße still. Ich warte darauf, dass wir entweder den Bereich hier oben ansteuern, die 87, 84, 87 mit einer Volumenspitze und vielleicht einer Umkehr in 5 Minuten. Oder ich warte hier unten, bis wir an die 64, 61 gehen. Eins von beiden. Entweder sollte dieser Bereich hier angelaufen werden. Der könnt ihr euch ebenso einzeichnen oder der. In einem von den beiden Bereichen, den hier unten würde ich für eine Long-Position nutzen und den hier oben für eine Short-Position. Wenn wir jetzt hier sauber eine Nummer hinkriegen, einen sauberen Rücklauf, dann kann man versuchen, wenn jetzt ein Schlusskurs über diesem Zielbereich, kurzer Rücklauf, kann man eine kleine Long-Position probieren, aber wie gesagt, eine kleine, weil der Stop muss auf die 69, also 7 Punkte Stop und raus müssen wir hier bei 87, das ist ein scheiß CRV. Könnte in die Hose gehen. Im DAX bleibe ich short, solange wir nicht über 10.450 kommen. Möchte er in einer Traderwoche mit Skifahren teilnehmen, dann solltest du dich über unsere, das läuft nicht über den Shop, das läuft nur über unsere Homepage. Da. Glaube ich. Nee. Da. Da haben wir es. Da drauf und da kannst du dich registrieren. Oder ist es zu früh für mich? Das hängt von deiner Intensität ab. Wir haben jetzt Oktober, das heißt, du hast ein halbes Jahr noch Zeit bis zur Trägerwoche im März. Bis dahin solltest du so fit sein, dass wir dort auf jeden Fall zusammen handeln können und vor allen Dingen mal schiefgelaufene Positionen auseinanderpflücken können und uns solche Geschichten angucken, weil unter anderem ist die Trägerwoche für sowas da. René, bitte schick mir mal einen Screenshot. Kann ich jetzt so nichts sagen. Schick mir mal bitte einen Screenshot davon.
Einstellung speichern wäre noch interessant. Ja, hätte ich beinahe vergessen. Genau. Okay, gut, dass du mich daran erinnerst. Das war das Thema. Genau. Die Anfragen kommen immer wieder. Euro Pro ist weg, wenn ich das dann, wenn ich die Plattform beende. Also hier einmal rechte Maustaste in Chart, Vorlagen und dann Vorlage speichern. Ihr ordnet euch bitte vorher die Fenster so an, wie ihr sie gehabt habt. So, und wenn die dann so sind, gehst du da rein, sagst Vorlagen, Vorlage speichern und gibst dem Ganzen einen Namen. So. Dann kannst du das nächste Mal die Vorlage so wieder aufrufen, gehst in irgendeinen Chart, rechte Maustaste, sagst Vorlage laden. Und dann nimmt er dir, und dann nimmst du dir die, die du vorher gerade gespeichert hast, mit dem Namen. Bei der Trader-Woche-Anmeldung gibt es kein 2017, nur 2016. Haben wir da noch einen Bug drinne? Ups. Ja. Ändere ich, wenn ihr hier Trader-Woche Österreich, oh, das muss ich ändern, dringend ändern. Trader-Woche Österreich, Februar, März 2016, das ist 2017. Trader-Woche Thailand, November, Dezember fällt aus. Schaffe ich nicht, kriege ich nicht gebacken. Wie kriege ich die Kerzen größer, indem ich hier drüben reingehe und die einmal mit linker gedrückter Maustaste hoch und runter ziehe oder hier unten in die Skala gehe und das dann zusammenziehe. So, auf das hier ein kleines Long Setup. Dieses Long Setup würde ich mit dem Stop unter der 72 hier handeln. Dann ist man bei 3, 4 Punkten. Da geht der Stopp hin. Und da der Take Profit. Danke. So, Kerzengröße da und da, und dann kann man die im Chart hier hin und her schieben. Okay. So, die Mails, die jetzt gerade gekommen sind, gucke ich mir gleich mal an und gleich die ab, wo da die Bugs sein könnten. Und dann gucken wir uns die mal gemeinsam heute Nachmittag an. Heute Nachmittag um 15:15 Uhr. Plan für diese Woche. Heute Nachmittag 15:15 Uhr Webinar, morgen früh Webinar, morgen Nachmittag 15:15 Uhr Webinar. Am Donnerstag weiß ich noch nicht, ob wir in der Früh ein Webinar machen. Auf jeden Fall ist am Donnerstagabend Stereo Lernen Teil 2. Die, die beim Stereo Lernen dabei sind, bitte beschäftigt euch mit dem letzten Webinar, mit dem Webinar letzte Woche, das letzte Stereo Lernen, bitte.
und bringt Fragen aus dem letzten Webinar mit, damit wir das auseinander pflücken können und auf die Fragen eingehen können aus letzter Woche. Okay? Also Donnerstagabend, 18.30 Uhr, wie immer Stereo Lernen, Teil 10. Formulare für die Trainerwoche ändere ich gleich. Dann könnt ihr euch dort anmelden, wie gesagt, und wer Seminar am 8., 9. und 10. mitmachen will. Es wird voraussichtlich für dieses Jahr das letzte. Long Setup ist noch nicht durch. Ich habe meine Position hier drinne. Auch, also einsteigen sollte man jetzt nicht mehr. Die Farben passen nicht mehr hundertprozentig. Doch, noch passt alles. Aber mein Stop liegt da unten drunter. Ich bin mit 3 Punkten im Risiko, mit 3,5 Punkten im Risiko. Und mein Take Profit liegt noch da oben. Die Nummer lasse ich laufen. Ich werde die nicht vorzeitig schließen wegen den 3 oder 4 Punkten hier. Das mache ich nicht. Sondern hier oben könnte ich mein Tagesziel gerade noch so erledigen. Wäre für mich das Ideale. Okay, Mails gucke ich mir gleich an und die Bilder dazu, was da heute Morgen an Anfragen reinkam und das pflücken wir heute Nachmittag im Webinar auseinander. In diesem Sinne bin ich dann jetzt mal weg. Ich wäre dankbar, wenn ihr für die nächsten Tage, für die morgendlichen Webinare oder so auch Fragen mitbringt. So wie heute finde ich das ganz gut. Wir konzentrieren uns morgens auf EuroPro und wir konzentrieren uns mal auf einen Kurzausblick auf den DAX. Schwerpunkt im DAX und im DAU legen wir auf die Nachmittage oder auf die Abende. Morgens legen wir den Schwerpunkt auf den Euro. Wir sind auch am Schauen, ob Dirk uns vielleicht einmal die Woche nachmittags im Webinar sogar begleitet und uns seinen DAX-Ansatz mal erklärt und vielleicht den einen oder anderen sogar im DAX mit begleitet. IB-Day-Vorträge könnt ihr euch angucken, die sind hochgeladen unter IB-Days. Ich hoffe, also für Kritiken, egal ob positiv oder negativ, sind wir immer zu haben und immer dankbar, damit wir es vielleicht das nächste Mal anders oder sogar besser machen können. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Bleibt sauber, bis heute Nachmittag, euer Scalp-Trader Thorsten, immer noch in der kleinen Long-Position hier. Bis heute Nachmittag oder morgen früh. Tschüss, tschüss und moin, moin.